Also man gewöhnt sich natürlich auch allmählich daran, dass die Politiker ausschließlich ihre Dingsstoffvetternwirtschaft im Sinn haben, geheime Verträge unterschreiben mit geheimen Bestellmengen und geheimen Lieferzeiten und dafür gerne auch mal alles im Chaos versinken lassen, weil das ja andere Lobbygruppen dann auch wieder nicht unglücklich macht, wenn sie in einer durch Chaos flurbereinigten Wirtschaft den Kollateralschaden bei den Kleingeschäften dann günstig aufkaufen können. Aber irgendwann sollten in der Marktwirtschaft durchaus auch mal noch weitere Produkte zugelassen werden und nicht nur die paar von den engsten Geschäftspartnern, bei denen man unterschrieben hat, die ja gar keine tatsächliche Alternative anbieten, sondern nur Variationen, wenn es um Gentechnik geht. Vektordingsung, da ist ja auch die Gentechnik mit drin. Andere Pharmaunternehmen wollen doch auch mal was verdienen. Also dafür sollte die Politik jetzt auch wirklich langsam mal den Weg frei machen. Ansonsten sollte man die Planwirtschaft dann halt auch mal offiziell ausrufen. Sonst muss man sich ja nicht wundern, wenn sich immer mehr Verschwörungstheorien entwickeln. Denn mit Vernunft hat das alles ja weniger zu tun, sondern anhand der Börsenkurse offensichtlich mit Rekordumsätzen und auf der anderen Seite mit Einsparungen und Lohndrückungen im Gesundheitswesen. So, also ich habe gerade ein bisschen das Thema verfehlt. Ich wollte eigentlich über narzisstischen Missbrauch durch Idole, also Vorbilder, sinnieren. Und das wollte ich eigentlich anders einleiten. Das fange ich nochmal neu an. War auch wie zu erwarten nicht sonderlich nice, der Take, aber ich hab's eilig, will den eigentlichen Take auch noch schnell machen, dass ich schnell wieder Videos schneiden kann. Ich brauche mein Ventil. Sonst kriege ich von dem Pandemie, Pleiten, Pech und Pannenmanagement und von der Skandalverschleierung noch multiple Depressionsförderung. Ich muss ja schon heulen, wenn ich mir das mit ansehen muss, wie die Leute den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun haben, als sich ständig neue kleine Gängeleien zu überlegen, kleine Fiesheiten, mit denen man die schützenswerte Minderheit der Irritierten und der zu Recht wenigstens Verunsicherten und der völlig Befremdeten täglich noch effizienter diskriminieren und einschüchtern und anfeinden und schikanieren und unterdrücken und demütigen kann. Nun vielleicht haben die Damen und Herren, sogenannte Gutmenschen, das ist auch einfach mal nötig gehabt, sich mal so richtig inbrünstig an Sündenböcken abzuarbeiten, vor lauter aufgestauter Güte. Ich weiß es nicht, kann ja sein, aber das hier ein derartiger Umgang mit Menschen gepflegt wird, das muss nicht unbedingt Zukunft haben. Ist nicht die GroKo abgewählt worden zugunsten der Ampel und die machen jetzt genau das Gleiche so weiter? Ich kann darin keine politische Klugheit erkennen, es sei denn, man will den sogenannten rechten Rand so sehr stärken, dass er in 4 Jahren bis zur Mitte reicht. Dann könnte man das natürlich mit dieser Art Hau drauf Diplomatie schon mal ganz gut in die Wege leiten. Aber ansonsten verstehe ich es nicht. Vielleicht hat man auch die mehrheitliche Abwahl dieser Politik mit persönlicher Beliebtheit verwechselt. Das muss keine Wahl für irgendwen insbesondere, sondern kann auch gut möglich eine reine Abwahl gewesen sein. Jedenfalls sieht man das schon selten, dass jemand es schafft, vom Stuhl zu fallen, ohne überhaupt erstmal zu sitzen. Aber es ist eine Zeit der Extreme, warum nicht vom Auftakt direkt zum Abgesang übergehen? Und wenn jetzt schon die Liberalen mit den strengsten Beschneidungen der Freiheit mitmarschieren, ist nichts mehr unmöglich. Aber ich habe ein ganz ungutes Gefühl für dieses Gesellschaftsexperiment, wenn nicht auch mal eine Prise Entspannungspolitik schleunigst mit eingebracht wird. Dann werden sich noch alle wundern, was das schließlich mit uns allen macht, in was es uns verwandelt. Da werden wir uns vielleicht mal alle nicht mehr wiedererkennen.
In der völlig extrem gespaltenen Gesellschaft fühlt sich dann sicherlich eher keiner mehr allzu wohl. Morgens beim Aufstehen. Nur noch ein paar Psychopathen und die Leute mit der direkt antisozialen Persönlichkeitsstörung werden sich dann noch wie ganz in ihrem Element quasi wie zu Hause fühlen. Das prophezeie ich, weil das nur logisch ist, weil man das ganz einfach bis dahin zu Ende denken kann. Das wird dann zum perfekten Biotop für psychische Störungen, also für bereits Gestörte und für deutlichen Neugewinn.